Oi. Warte mal, wir könnten. Was warst du hier? Du warst eine Glashütte. Nee, das ist der Waffenschmied. Du warst die Eisenschmerze, die ich haben wollte. So, wie sieht's hier aus? Der Bäcker bäckt. So, die nächsten kommen in 2 Tagen also. Finde ich super. Dann machen wir das jetzt wie folgt. Wenn die hier eh schon alle abhauen, dann können wir das ganze Ding nämlich auch zack, immer abreißen. Und das auch einmal, glaube ich. So, und das heißt, wir nehmen dich und tschüss. Weil dann wird das Ganze nämlich auch umgesiedelt hier. Können wir das nämlich separatiert nämlich irgendwo hinstellen, was ein bisschen näher an den Märkten und so ist.
So. Ja, bitte abreißen. Dann können wir dich nämlich auch abreißen und hier einmal zum Wohngebiet Lebewohl sagen. Und gleichzeitig diesen Gebet auch Lebewohl sagen. So. Weniger Ausgaben. Obwohl ich dieses Gebiet hätte behalten sollen, ne? So, dieses Gebiet gegen das da. Ja, das tauschen wir aus. Zack. Können wir das nämlich so machen? Und tschüss. Ach so, das hatte ich ja extra ge. Wohl, dann können wir das jetzt. Genau. Einige Mineralvorkommen wurden in der Nähe entdeckt. So bestimmt dieses hier. Nee, ich muss mal hier hin. Und zwar hier kommen. Eins. Zwei. Ich pack noch einen dritten hin. Und drei. So, danach gucken wir mal, wie es unserem Kloster da umgeht. Oh, behauene Steine haben wir ja. Achso, nee, das sind die, die da sind. Dann gucken wir mal, wie es hier vorangeht. Der hat erstmal Vorrang. Du produzierst das. Achso, ich habe keinen gemeinen. Liste öffnen. Eins, zwei. Und ein Markthändler. Sehr gut. Werkzeugproduktion kann dementsprechend jetzt erstmal ansteigen. Wie sieht's hier aus? Das habe ich mir schon fast gedacht. Dementsprechend stecken wir dich da rein. So. Und ohne es jetzt böse zu meinen, aber wir machen gleich mal kurz eine Aufnahmepause. Ja, Leibeigene haben dich verlassen. Die kommen alle wieder. Oh, hier können wir auch nochmal. Sehr gut.
Okay, da können wir gerade keine reinstecken. Gut. Stört mich soweit erstmal nicht. Wir machen kurz eine Aufnahmepause gleich. Und ich überlege mir dann mal in der Zwischenzeit, wie ich hier weiter fortfahre. Ich musste nämlich erstmal ein bisschen was zu Hause erledigen. So, hier hinten wollte ich dann nämlich am besten hier. Dazu nehme ich mir mal die Wand hier, also die Mauer besser gesagt. So, und dann gucken wir mal. Mauern. Oder können wir da eventuell... Habe ich schon wieder keinen Vogt. Nö. Sehr schön. Fortschritt Königreich. Nee, leider auch nicht. Dann nehmen wir die, die wir eh schon hier haben. Oder ich mache das anders. Kleinen Moment. So, gehen wir hier erstmal ran. Also das mit der Kaserne müssen wir uns nochmal überlegen, wie wir das am besten machen. Oder ob ich die denn hier drüben hinstelle mit... Was natürlich eigentlich eher sinnvoll wäre, ne?
Doch, die Bäume können auch noch weg. Fällt mir gerade ein. So, dann sollen sie hier erstmal die Bäume alle abreißen. Besser gesagt, entfernen. Und dann können wir das Jagdgebiet natürlich auch noch ein bisschen verschönern, sage ich jetzt mal. Ein Kaufmann nähert sich uns, okay. So. Sehr gut. Es wird langsam. Wir haben zwar gerade nicht mehr das dicke Plus gerade wieder mal, aber es ist noch ausreichend. Eisenerz für den König haben wir derzeitig nicht. Tut mir leid, bitte geh weiter. So, haben wir denn einen Gemeinen dafür? Nö. So, dann suchen wir uns mal einen. Der eventuell gerade keinen Job hat. Schade. Warum bist du unglücklich? Bedürfnisse und Ereignisse. Dann darfst du dich dieser Arbeit hier widmen. Wo ist der jetzt hin? Leibeigner. Es ist jetzt nicht mehr, das ist jetzt ein Bürger. So, da sind die ganzen Novizen. Die haben ja fast alle einen Job inzwischen. Sammler. Das sehe ich nicht ein. Du bist jetzt ein Steinmetz. Beförderung abschließen, Dankeschön. Und sehr gut, das gefällt mir. Dann können wir mal langsam gucken, dass wir hier zack, einen schönen Kräutergarten hinstellen. Klostergarten. So. Warte mal, was ist das? Zu weit weg. Beschäftigt Novize, beschäftigt Novize, beschäftigt Novize. Sehr gut. Gucken wir mal. Hoffen wir mal, dass das alles was wird. So. Ja,
wollte eigentlich eine Aufnahmepause machen, aber ich sehe gerade, dass wir damit ja eigentlich schon voll wären. Das heißt, hier endet die Session oder die Season. Im Endeffekt sind wir von hier drüben nach hier gezogen. Und haben ein halbwegs stabileres Einkommen bekommen. Also mehr oder weniger, jetzt sind wir schon wieder im Minus. Warum? Wir schauen nochmal schnell. Das ist ein Session-Ende jetzt. Das heißt, wir könnten noch eine zweite Season machen draus. Dass wir im Endeffekt später dann mal schauen, was hier alles passiert ist. Also ich kann ja zwischendurch mal reingehen und das einfach laufen lassen. Und dann mal gucken, was da so passiert ist, dass ich dann im Endeffekt das so mache. Ich mache das Programm an, also ich lasse das Spiel laufen, gehe zur Arbeit, komme wieder und lasse es halt nebenbei aufnehmen. Und dann mache ich dann so eine Zeitraffer daraus. So als Special-Folge am besten. Das wäre so meine Idee. Das wäre meine Idee. Das könnten wir machen. Oder wir fangen dann halt irgendwann mal von vorne an und gehen dann halt nicht auf Arbeiterschaft, sondern halt wirklich komplett auf Klerus. Oder halt aufs Königreich. Je nachdem. Müssen wir dann mal halt gucken. Ja, ansonsten bin ich erstmal soweit ganz zufrieden. Also wie gesagt, wir haben ein bisschen was für unser Königreich gemacht. Wir hatten mal ein Fort, das haben wir jetzt nicht mehr. Das wollte ich eigentlich dann hier hinsetzen, in dieser Region. Das Gebiet habe ich dann aufgegeben. Kreuzgang gebaut. Oh, schön. Wow. Hier kommen jetzt nochmal zwei kleine Gebäude hin für einmal Nonnen, einmal Nonnen und sagt schnell Nonnen. Was seid ihr? Ihr seid Nonnen und ihr seid Mönche. Danke. ein Kurier bitte kurz im Audienz. Ja, den können wir mal kurz angucken. Ich würde es versuchen. Allerdings werden wir das höchstwahrscheinlich erst in der zweiten Season sehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen hier, Foundation mit mir zusammen zu spielen. Foundation als Let's Play bei mir zu sehen. Ich würde das nächste Projekt halt tatsächlich Cities Skylines 2 machen. Es bleibt auf 16.30 Uhr beides. Also Foundation, bis es ausgelaufen ist, natürlich. Das hier ist jetzt die letzte Folge. Und Cities Skylines folgt dann morgen im Anschluss. Ich hoffe, das habe ich zeitlich ganz gut so eingeplant. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und dass ihr das geduldig ertragen habt mit über 50 Folgen, dass ihr euch das angeschaut habt. Bedanke ich mich recht herzlich. Das ist Content, mit dem ich jeder rechnen darf, kann, soll. Ich freue mich auf das nächste Projekt. Ich freue mich auf euch, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und ja, damit geht mein erstes Projekt tatsächlich zu Ende. Puh. Es hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich werde mal einen Tag lang das einfach nur durchlaufen lassen, sodass wir dann halt zum Abschluss dann halt so eine kleine Special-Folge haben. Das wäre so auf jeden Fall meine Idee. Also wie gesagt, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr mit dabei seid, wenn wir City Skylines 2 spielen und ich euch dort dann auch wieder miterlebe.
in einer etwas moderneren Zeit. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, freue mich aufs nächste Projekt mit euch und wünsche euch bis dahin alles Gute und alles Liebe. Macht's gut. Tschüssi.